Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute geht es darum, welche Dinge du beachten musst, wenn du das erste Mal bei einem vielleicht zukünftigen Verein ein Probetraining mitmachst. Wir reden gar nicht viel drumherum, sondern fangen direkt an mit dem allerersten Tipp und zwar Stärke ausspielen. Du solltest versuchen, während des gesamten Trainings deine Stärken auszuspielen. Du hast 1 bis 2 große Stärken, die dich zu einem einzigartigen Fußballer, einer einzigartigen Fußballerin machen. Und du solltest versuchen, diese Stärken die ganze Zeit auszuspielen. Ist natürlich schwierig, wenn ihr jetzt ein Training habt, wo ihr sehr viel laufen müsst, beispielsweise Ausdauertraining, aber am Ende ist sehr, sehr häufig in den meisten Fällen immer ein Abschlussspiel. Und da solltest du auch gerne sagen, den Mund aufmachen und sagen, hey, ich bin Dribbler, stell mich vielleicht auf die Zehnerposition. Und da solltest du wirklich versuchen, deine Stärken auszuspielen. Wenn du ein Dribbler bist, eine richtig gute Ballkontrolle hast, dann versuch doch mal immer den Ball zu fordern, loszudribbeln, mal wirklich vielleicht 1, 2 Finten zu machen und an den Gegner vorbeizukommen. Ganz, ganz wichtig. Oder wenn du Innenverteidiger bist, ein richtig gutes defensives Zweikampfverhalten hast, dann sag am Ende im Abschlussspiel, hey, kann ich vielleicht nach hinten rücken? Ich möchte meine Stärke ausspielen, meine Zweikampfstärke. Und dann versuch dich wirklich in Zweikämpfen, in vielen Zweikämpfen zu präsentieren. Ganz, ganz wichtig, denn der Trainer wird dich dann nehmen, wenn du auffällst und wenn er denkt, dass er dich gut im Spiel bzw. in der Mannschaft gebrauchen kann. Und dafür brauchst du 1 bis 2 große Stärken, die du zweifelsohne hast, aber unbedingt ausspielen musst. Das ist der allererste Tipp. Zweiter Tipp, den du unbedingt beachten solltest, wenn du ein Probetraining bei einem neuen Verein hast. Und zwar Selbstvertrauen. Hab Selbstvertrauen. Der Trainer wird nur auf dich aufmerksam werden und deine Stärken erkennen, wenn du auch diese Stärken ausspielst. Ich habe es eben kurz angesprochen. Fordere den Ball, sei selbstbewusst, kommuniziere viel, sprich viel mit deinen Mitspielern, nicht nur im Abschlussspiel am Ende, sondern auch vielleicht bei den Übungen davor, wenn du irgendwie Zweikampftraining hast, dann geh richtig schön in den Zweikampf rein. Gib alles, gib 100%, sei selbstbewusst, das ist ganz, ganz wichtig. Hab Selbstvertrauen, fordere immer wieder den Ball. Fordere ruhig und sei laut, damit der Gegner auf dich aufmerksam wird und wirklich denkt, Mann, das ist ein Führungsspieler, der geht voran. Denn ein Trainer achtet nicht nur darauf, welche fußballerischen Fähigkeiten du hast, sondern auch, wie deine Persönlichkeit ist. Das heißt, bist du zum Beispiel ein Motivator? Bist du ein Führungsspieler? Bist du jemand, der vorangeht? Das ist ein Punkt, auf den der Trainer besonders achtet. Deswegen hab Selbstvertrauen, fordere den Ball, spiel deine Stärken aus, mach viel am Ball und sei einfach selbstbewusst und geh so das ganze Training über in die einzelnen Übungen. Dritter und letzter Tipp, gib 100%. Ganz, ganz wichtig. Wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, natürlich weiß ich das, aber ich sage es dir nochmal und versuch wirklich das zu verinnerlichen. Gib bei jeder Übung 100%. Gib nicht nur von deiner Leistung her 100%, sondern auch von deiner Disziplin. Sei aufmerksam, sei konzentriert, sei wachsam, mach alles, was der Trainer sagt, denn du musst gut ankommen. Verstell dich aber auch nicht, sei authentisch, aber ganz, ganz wichtig, gib bei jeder Übung 100%. Du darfst dir wirklich keine Stelle erlauben, wo du mal kurz den Kopf hängen lässt oder wo du mal kurz nicht den Ball hinterher sprintest, weil du ihn verloren hast. Nein, der Trainer wird ganz genau auf dich achten. Deswegen gib bei jeder Situation 100%. Wenn du den Ball verloren hast, musst du unbedingt nachsetzen. Wenn du bei einer Ausdauerübung bist, dann gib 100%. Sei ein Sprinter, geh voran und wirklich gib 100%, gib alles, was du hast, nicht nur bei den Übungen, sondern auch am Ende im Abschlussspiel, sodass du am Ende vollkommen geschafft bist, denn dann kannst du sagen, du hast alles versucht, ob du angenommen wirst oder nicht, du hast alles gegeben. Und wie schade wäre es, wenn du nach einem Probetraining nicht angenommen wirst und genau weißt, okay, du hast gar nicht 100% gegeben, das liegt vielleicht an dir. Nein, gib 100%, beachte auch die anderen beiden Tipps. Hab Selbstvertrauen und spiel deine Stärken aus und gib 100%. Wir garantieren dir, dass du mit diesen 3 Tipps eine viel größere Wahrscheinlichkeit hast, bei einem Probetraining, bei einem möglichen zukünftigen Verein angenommen zu werden. Deswegen beachte unbedingt diese 3 Tipps. Schreib unbedingt in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Hinterlass ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere uns und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Wir hoffen, dass wir dich damit mit diesem Video zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin machen konnten. Ansonsten schau auch gerne bei uns auf der Instagram-Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.